Heute stelle ich ein natürliches Parfum, nämlich einen Duftbalsam mit nur 3 Zutaten und ätherischen Ölen her. Ein natürlicher Duftbalsam ist eine schöne Alternative zu synthetischen Parfums. Man trägt einfach ein bisschen des Balsams mit dem Finger direkt auf die Haut auf. Der Duft ist zarter und nicht so langanhaltend wie bei klassischen Parfums. Der Balsam ist daher also gut für den Alltag geeignet, wenn man nur einen ganz subtilen Duft ohne synthetische Inhaltsstoffe möchte. Der Duftbalsam ist ganz schnell und einfach selbst hergestellt und ist auch ein tolles kleines Geschenk. Und nun gleich zum Rezept. Das ganze Rezept inklusive Mengenangaben steht wie immer auch in der Beschreibung unter dem Video. Für ein Döschen Duftbalsam nehme ich 3 Gramm Kakaobutter und 5 Gramm Bienenwachs. Sie verleihen dem Balsam eine gute Konsistenz und haben nebenbei hautpflegende Eigenschaften. Und dann nehme ich noch 6 Gramm Öl. Ich nehme Mandelöl, da es sehr schnell einzieht und einen neutralen Duft hat, damit es den Duft des Duftbalsams später dann nicht beeinflusst. Und dann habe ich noch so kleine Döschen, um den Balsam abzufüllen. Man könnte aber zum Beispiel auch Lippenpflegestifte nehmen und den Balsam dann direkt auf die Haut auftragen. Und dann brauchen wir noch ätherische Öle. Für diese Menge nehme ich ungefähr 15 bis 20 Tropfen ätherisches Öl. Ich mag sehr gern frische, leichte Parfums und habe mir dementsprechend eine Mischung zusammengestellt, wie zum Beispiel Zitrone und Tanne dabei ist, aber auch etwas Rosengeranie. Aber wie ich das gemacht habe und was alles dabei ist und was man beachten muss bei der Zusammenstellung eines Dufts, das erkläre ich jetzt gleich. Wenn man ein paar Grundprinzipien beachtet, dann kann man sich ganz einfach eine schöne Mischung für ein Duftöl oder einen Duftbalsam zusammenstellen. Ganz kurz ein bisschen Theorie, aber es ist es auf jeden Fall wert, sich vor der Zusammenstellung der ätherischen Öle ein paar Gedanken zu machen, damit man nachher ein schönes Ergebnis hat, das auch wirklich gut duftet. Ein Parfum besteht immer aus 3 Duftteilen: einer Basisnote, einer Herznote und einer Kopfnote. Die einzelnen Bestandteile eines Parfums verflüchtigen sich unterschiedlich schnell und gehen von der Wahrnehmung her fließend ineinander über. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ich rolle es jetzt von hinten auf. Die Basisnote ist der schwerste Duft der Duftpyramide. Sie verbleibt am längsten, wenn die Herznote verflogen ist und bildet somit Phase 3. Die Herznote bildet den Hauptteil des Parfums. Sie ist der zentrale Charakter des Dufts und verbindet die Basis mit der Kopfnote. Man nimmt sie für 2 bis 3 Stunden wahr. Die Kopfnote ist sozusagen der erste Eindruck des Dufts. Sie verschwindet bereits nach 15 Minuten. Man kann die Duftpyramide aber auch als Venn-Diagramm sehen. Ich finde das fast passender, da nur alle Düfte miteinander richtig wirken. Und man kann es auch von der Menge her am besten sehen. Den größten Teil bildet die Herznote. Und da, wo sich alle 3 Duftnoten überschneiden, das ist der spezielle Charakter der Duftkreation. Bei der Auswahl der Düfte sollte man sich an so einer Pyramide oder diesem Diagramm orientieren. Die Basis besteht meistens aus intensiveren, schweren und holzigeren Düften oder auch süßlichen, zum Beispiel Ylang Ylang, Jasmin, Weihrauch oder Sandelholz. Die Herznote besteht meist aus blumigen, fruchtigen oder krautigen Düften, zum Beispiel Rosengeranie, Orange oder Lavendel. Die Kopfnote besteht immer aus meist frischen, zitrusartigen Noten, zum Beispiel Zitrone, Eukalyptus, Palmarosa oder Minze. Ich finde, es ist aber nicht ganz so streng. Ich zeige gleich ein paar Beispiele. Denn je nachdem, wie schwer, fruchtig oder frisch der Duft sein soll, wird ein Duft vielleicht einmal in einer Kopfnote und einmal in einer Herznote sein. Ich nehme hier als Basis zum Beispiel einmal Ylang Ylang. Ylang Ylang ist ein sehr intensives Öl, deswegen würde ich es immer als Basis nehmen. Dann Rosengeranie als Herznote, schön frisch und blumig.
Und meine Kopfnote ist hier die Zitrone. Schön frisch und passt gut zur Rosengeranie. Sie verbindet einerseits das intensiv blumige von Ylang Ylang und andererseits das frische der Zitrone. Ylang Ylang ist übrigens sehr beliebt in Parfums und kommt auch in vielen bekannten Parfums vor, aber wie gesagt, es ist sehr intensiv. Ich verwende zum Beispiel auch gerne Palmarose. Hier hat man dann zum Beispiel eine noch etwas blumigere Mischung. Oder man nimmt wieder die Zitrone als Kopfnote und gibt Orange in die Mitte. So hat man eine etwas fruchtigere Mischung. Und als Basis bleibt immer das Ylang Ylang. Am Anfang ist es am einfachsten, einfach nur mit drei Düften zu arbeiten. Also ein Duft pro Note. Aber ich zeige euch jetzt einfach einmal, wie ich meinen Duft mische. Das ist meine Lieblingsmischung. Ich mag es gern frisch, wie gesagt. Ich nehme als Basis Ylang Ylang, aber nur sehr wenig. Dann meine Herznote besteht aus Orange, Rosengeranie und der Weißtanne. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich liebe den Tannenduft und der passt ganz toll dazu. Und als Kopfnote nehme ich dann Palmarosa und Zitrone. Hier habe ich noch etwas Rosenholz. Ich gebe das vielleicht noch in meine Basisnote dazu. Ich habe auch manchmal schon gelesen, es gehört in die Herz- oder Kopfnote. Aber wie gesagt, da sieht man, wie flexibel man sein muss, weil ich finde, es passt eigentlich am besten in die Basisnote. Wenn ich für mein Rezept nur drei Düfte nehmen dürfte, würde ich es wahrscheinlich so machen. Ein bisschen Ylang Ylang, dann viel Weißtanne in der Herznote und etwas Zitrone in der Kopfnote. Übrigens, wie viel Tropfen ich von welchem Parfum nehme, schreibe ich dann wieder in die Infobox. Und jetzt geht's los, ich stelle den Duftbalsam her. Das geht wirklich ganz einfach. Das Wichtigste ist wirklich, sich dem bewusst zu werden, welche und wie viel von den ätherischen Ölen man verwenden möchte. Ich gebe Bienenwachs und Kakaobutter ins Öl. Und das kommt jetzt auf den Herd, ins heiße Wasserbad und wird geschmolzen. Bei der kleinen Menge geht das relativ schnell. Ich empfehle, im Wasserbad zu schmelzen, weil das besonders schonend ist und man läuft nicht Gefahr, etwas zu verbrennen. Die Masse für den Balsam ist geschmolzen, jetzt muss es schnell gehen. Ich tropfe die ätherischen Öle ein. Der Balsam wird nämlich sehr schnell wieder fest, es kann sogar sein, dass man zwischendurch kurz noch einmal ins Wasserbad stellen muss, um ihn wieder flüssig zu machen. Ich beginne mit dem Ylang Ylang, da ich es besonders frisch möchte, wirklich nur ein bis zwei Tropfen. Dann Rosengeranie, hier nehme ich 5 Tropfen. Dann nehme ich 4 Tropfen Orange. Und jetzt der größte Teil. Ich nehme ungefähr 6 bis 8 Tropfen Tanne. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber ich finde, diese Düfte fügen sich dann sehr gut zusammen. Dann kommen noch 2 Tropfen Zitrone dazu. Und 2 Tropfen Palmarosa. Dann rühre ich alles gut um. Man sieht, ist die Masse inzwischen wirklich schon ein bisschen fest geworden. Deswegen stelle ich das Glas noch einmal kurz ins heiße Wasserbad, bevor ich es abfülle. So, jetzt ist es wieder flüssig und ich kann es in mein Döschen abfüllen. Man sieht, dass der Balsam auch beim Abfüllen schnell fest wird. Auch das stelle ich jetzt noch einmal ins heiße Wasserbad. Und dann fülle ich es noch einmal dazu. Jetzt muss der Balsam nur noch fest werden. Je nach Zimmertemperatur dauert das für ein paar Stunden, allerdings bis er komplett ausgehärtet ist, dauert es 24 Stunden. Und fertig ist er. Ich verwende den Balsam so. Ich trage ihn einfach direkt auf die Haut auf. Durch die Körperwärme wird der Duft noch ein bisschen mehr aktiviert. Der Duft ist natürlich viel subtiler als bei einem normalen Parfum,
Aber ich finde es eine sehr schöne Art, Duft zu tragen im Alltag, wenn man es vielleicht nicht so intensiv möchte. Außerdem ist der Duft zu 100% natürlich nur von ätherischen Ölen und wir haben ansonsten auch nur natürliche Zutaten wie Mandelöl, Kakaobutter und Bienenwachs dabei. Allerdings Vorsicht, dadurch, dass so viele ätherische Öle dabei sind, ist es wirklich nur als Duftbalsam zum punktuellen Auftragen geeignet. Viel Spaß beim Nachmachen!